Ja. Heute ist Samstag oder Sonntag oder so. Keine Ahnung, was heute bei euch ist. In echt ist heute Samstag hier bei Let's Play FK. Nehmen wir gerade auf, fleißig. Und heute ist, wie gesagt, Samstag hier bei uns. Ich weiß nicht, was ihr habt. Vielleicht habt ihr ja auch gerade einen Samstag und freut euch, dass ihr gerade erst ins Wochenende gegangen seid und nicht morgen wieder zur Schule müsstet, weil morgen Sonntag, heute Sonntag wäre und morgen quasi Montag und so weiter und so fort. Mann, warum muss ich das immer alles so kompliziert erklären? So, erstmal so. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4, wollte ich schon sagen. Anniversary Reloaded in Cooperation mit der kleinen Lara. Bedeutet nichts anderes als, die kleine Lara sitzt am Joystick und steuert das ganze Vergnügen. Und ich kommentiere und schaue zu und bewerte und sage und versuche zu beurteilen, was wir da sehen. Was mir eigentlich nicht zusteht, sage ich ganz klar. Aber ist egal. Also vielleicht steht es mir doch zu. Ich habe es ja durch und so weiter und so fort. Und jetzt ist sie dran und zeigt euch natürlich das, was ihre Power ist. Und ich kann euch sagen, das hier habe ich wirklich nicht gemocht. Nein, das hier habe ich nicht gemocht. Das fand ich sehr kompliziert, aber die kleine Lara macht das wieder so, wie es gewohnt ist, in alter Qualität. Ne? Nebenbei bügelt sie Wäsche und spielt. Und das ist das, was ich wirklich gut reden muss. Ja, das zeigt uns doch mal wieder so richtiges Können. Hallo, Panther, geh tot. So. Hier liegen Knochen rum. Hier war wohl schon irgendeiner drinne, der auch schon von diesem Panther angegriffen wurde. Und ich glaube, hier war, wenn ich mich nicht irre, irgendwo ein Medipack versteckt. Ich glaube, da kämpft sie sich auch gerade hoch. Gerade hoch hier, meine Jungs, meine Dance. Ne, Jungens und Dance. Ne, Knaben und Damen. Ne, wie sagt man zu Mädchen Dirn und zu Jungen Knabe, ne? Oder? Ist egal. Ist ja auch egal, bei uns in der Schule stand tatsächlich noch Knaben am Klo anstelle Jung oder Jungs oder so. Stand echt noch Knaben dran. Ja, früher war das wohl anscheinend so. Da hat man wohl Wert auf Etikette gelegt und so weiter und so fort. Und, oh, ist das hell. Ist das gerade hell? Das wurde man ja gerade überblendet. Hi. Na, Lara, bisschen vorsichtig. Hallo. Ich glaube, Lara ist verliebt. Hübsch. Das erinnert mich an so einen Akt von Resident Evil übrigens. Da wo ein Zombie die Treppe runterkommt und so weiter und so fort. Resident Evil 1, wollte ich dazu nur sagen. So, und... Ach ja, diese blöden Dinger speien ja auch noch Feuer. Aber mit dem Adrenalin-Move, da hat man denn manchmal gar nicht so schwer zu kämpfen. Das hat sie uns ja wieder unter anderem bewiesen, wie so nach dem Motto, scheiß drauf. Für mich sind die Gegner sowieso leicht. Es ist ja auch wirklich betäubend zu sehen. Es ist betäubend zu sehen, dass da waren Karpfen. Das waren Karpfen. Das ist betäubend zu sehen, wie sie das durchschafft und wir dahinter sitzen und sagen, oh Gott. Naja, aber sie weiß ja, wo es lang geht und das ist das Gute daran und das Gute daran ist das Gute darin. Und ich bin der Meinung, sie sucht jetzt noch irgendwelche Medipacks und Waffenmunitionen und Depots und keine Ahnung und habt ihr nicht gesehen. Irgendwo lagen doch immer mal so ein paar Accessoires rum. Die sammelt sie sowieso ein und dann sagt sie sich, okay, ich mache weiter. So, war hier noch? Genau, das Medipack. An das kann ich mich nämlich auch noch erinnern. An das kann ich mich noch erinnern, aber ich glaube, ich habe es im Let's Play nicht aufgesammelt. Nein, in meinem Let's Play habe ich das nicht aufgesammelt, aber ich konnte mich daran erinnern, dass da eins ist. So, jeder macht es anders, jeder macht es auf seine Art. Und es kommen noch Level, worüber ich mich wirklich freue. Denn jetzt sind wir auch schon in Abschnitten, wo es wirklich Spaß macht zuzusehen. Jetzt wird es wirklich interessant, denn wir sind in Ägypten. In Ägypten, Freunde. Da ist immer schönes Wetter. Da gibt es Mumien, da gibt es alles. Da gibt es, ja, Pyramiden und so weiter und so fort. Und Hieroglyphen und so weiter und so fort. Wenn ich immer so und so weiter und so fort sage, Freunde, fällt euch vielleicht auf, dann fällt mir gerade nichts ein. Dann fällt mir nichts mehr ein zu sagen. Aber da hat die kleine Lara gesagt, Hieroglyphen.
Ja, übrigens, wenn ich mit der Hand schreibe, schreibe ich auch nur Hieroglyphen. Das kann sowieso niemand lesen, meine Handschrift. Also insofern bin ich ein Hieroglyphenexperte. Ja, ich glaube, viele, die heutige Computergeneration, die existiert, besonders die Jungs, Mädchen ja eher nicht. Besonders die Jungs von heutzutage haben bestimmt so eine Sauklaue wie ich, da wo man sich fragen tut, was steht denn da? Na, so. Und zu meinem Erschrecken habe ich in Schrift zur Schulzeit, weil da war das mit den Computern noch nicht so. Ich bin ja 1991 eingeschult worden. Da hatte noch nicht jeder einen Computer. Das war tatsächlich so. Ein Computer war ein Luxusgegenstand. Und heute ist es selbstverständlich, dass jeder so ein Ding hat. Aber Anfang der 90er war es halt irgendwie anders. Da hatte nicht jeder so ein Teil, denn die waren echt unbezahlbar teilweise. Und geschweige ein Windows-System zu haben, war ja auch sehr teuer. Man hatte vielleicht noch so ein Amiga oder so. Aber so einen richtigen PC eben nicht. So, mein erster PC war 1995. Also mein richtiger Windows-PC 95. Der hatte erst Windows 3.1 und Windows 3.11 drauf, dann wurde das runtergeschmissen und Windows 95 draufgesetzt. Und das war ein Highlight, das war wirklich ein Highlight. Ja. Das war ein Highlight. Und heute ist das selbstverständlich. Und zu der Zeit musste man ja tatsächlich echt noch mit der Hand schreiben. Da hat man noch im Unterricht sich keine SMS geschickt, so wie man das heute macht. Nein, man hat kleine Zettelchen beschrieben und dem anderen an den Kopf geworfen. So, oder auf seinen Tisch geworfen. Und schon wusste er, ah, ein Brief für mich. Genau. Das macht man bestimmt in einigen Schulen heute auch noch so, aber wir haben das tatsächlich noch gemacht. Ja. Heute ist die Handschrift sehr untergegangen. Ich muss sagen, ich bin nicht traurig drum. Nö. Ich bin nicht traurig drum. Warum auch? Was soll's? Was soll man mit Handschrift, wenn der Computer das auch macht? Natürlich, es ist was Schönes Altmodisches. Es ist ein Kulturgut oder ein Kulturerbe. Aber meine Güte, früher haben sie in Steine gemeißelt und macht man heute auch nicht mehr. Na? So. Ist ja so. Und das war eigentlich noch schöner, als auf so einem Papierzettel da zu schreiben. So schön auf so einen Stein reinzumeißeln, so, ey. Ey, Johnny, wie geht's dir? Und dann hat der Nächste reingemeißelt, Johnny. Boah, ich hab grad Durchfall. So. Und heutzutage werden diese Steine gefunden und die Leute lesen da immer irgendwas Altertümliches drin. Obwohl die Leute vielleicht gerade nur mal so über ihren Durchfall diskutieren. So. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja so. No. Vielleicht ist es ja so. Na? Es gibt zwar schöne Sachen, aber heutzutage, die Zeit geht ja weiter. Bei meinem Tablet zum Beispiel ist das so, wenn ich was schreiben will, muss ich das noch nicht mal mit tippen. Ich spreche das einfach. Und das tippt sich dann von selbst. Meine Güte, unsere Welt wird immer fauler. Ja. Ich glaube, ich nenne mein nächstes Kind Paula. Denn die Welt wird fauler. Das reimt sich. Ja, Paula finde ich ist eigentlich ein schöner Name. Paula ist ein schöner Name. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ja, doch, doch, doch. Finde ich ist schon schön. Ja, die alten Namen sind ja sehr am Kommen, ne? Die alten Namen sind ja sehr am Kommen, so wie Paul oder sowas. Sind ja auch eigentlich schöne Namen, muss man ganz klar sagen. Ist doch besser, als wenn ich mein Kind Jeremy nenne oder was weiß ich, Chantal oder so. Obwohl, es sind ja auch schöne Namen, aber Kinder mit diesen Namen haben echt Nachteile, ne? Also, ganz ehrlich, woran müsst ihr denken, wenn ich Chantal sage? Na, genau daran. Ja. Genau daran. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Falls eine Chantal zuguckt, ich habe nichts gegen den Namen, ne, Shani? So, das sage ich dir ganz ehrlich, ich habe nichts gegen deinen Namen, aber ich finde es schade, dass heutzutage die Eltern bei der Namenswahl nicht wirklich aufpassen. Ja. So, es gibt schöne Namen, klar, aber die passen nicht so kulturmäßig hierher, finde ich. Zum Beispiel, welchen Namen ich auch sehr schön finde, ist Jermaine. So, Jermaine ist zum Beispiel auch ein schöner Name, aber passt doch eher so in die amerikanische Gegend. Ne? Und Paul kann man ja auch Paul sagen, ne? Ja. Paul. Paul, Paul. Ne? Man kann viel aus Namen machen, wie man es gerne will, wie man es gerne hätte. Mein Name ist nicht gerade kreativ, heutzutage mehr. Ja, naja, aus meinem Namen kann man nicht wirklich was Englisches drehen oder so. Ja.
Wie heißt ihr? Schreibt doch mal euren Namen in die Kommentare. Einfach nur mal so. Schreibt mal euren Namen in die Kommentare. Immer lese ich ja nur irgendwelche Nicknames, die mir so schreiben und so. Vielleicht schreibt ihr mal eure echten Namen rein. Das würde mich mal wirklich brennend interessieren. Wie du wirklich heißt. Das würde ich echt cool finden, zu wissen. Dann kann ich dich nämlich auch, wenn du mir mal schreibst oder so, in die Kommentare auch mal mit dem Namen ansprechen. Ich bin jemand, der sich Namen gut merken kann. Das ist tatsächlich so. Teilweise. Und die kleine Lara, die würde sich auch freuen und die würde dann auch mal was antworten. Dann schreibe ich einfach in Klammern kleine Lara, in Klammern zu und dann hat sie was geschrieben. Ja, das kann man alles sagen. Man kann auch Fragen stellen, klar, aber ich würde mich jetzt erstmal freuen, darüber zu wissen, wie ihr eigentlich alle heißt. Wie heißt ihr? Na, das ist, ich finde das sehr wichtig zu wissen eigentlich, weil ihr guckt mir zu. Ihr guckt mir und der kleinen Lara zu und ich bin ja nicht so drauf, dass ich sage, ey, hallo, ich umso mehr Zuschauer, umso mehr geil und so weiter und so fort. Nein, mir geht es einfach darum, es ist ja menschlich gesehen, jeder, der mir zuschaut, guckt ja irgendwo und bringt seine Zeit hier mit ein. Und ich würde gerne wissen, wer bringt seine Zeit mit ein? Wer bist du? Das würde mich echt interessieren. Na, wo kommst du her und was weiß ich und so weiter. Na, also... Man kann sich ja kennenlernen, so, ne? Das ist ja alles gar kein Problem heutzutage mehr. Ja, man kann sich ja kennenlernen. Heutzutage bei den günstigen Fahrpreisen und Spritpreisen und so weiter. Ich meine, ohne Scheiß, ich bin letztens nach Berlin gefahren zu meinem Kumpel von Kiel, wisst ihr, Florian Kiel logischerweise. Und da habe ich 21 Euro für bezahlt, habe ich mit dem Bus gefahren. Ja, mit so einem Fernbus. 21 Euro und das war echt cool. Das war echt cool. Ich saß da drin und hatte meine Ruhe und so weiter und so fort. Hatte Laptop mit, hab da ein bisschen gespielt und so weiter und so fort. Vielleicht auch noch ein bisschen was geguckt. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon ein bisschen her. So, Kaffee gibt's da drin. Ich trinke ja sehr gern Kaffee. Und was zu essen, kleine Snacks. Internet habt ihr da kostenlos. Für die 5 Stunden, ja, es dauert 5 Stunden nach Berlin von Kiel mit dem Bus. Aber ihr habt 5 Stunden kostenloses Internet und könnt machen und tun in dem Bus, was ihr wollt. Es gibt sogar ein Scheißhaus. Ja, ich bin da sogar pissen gegangen drin. Ja, meine Güte, was will man eigentlich mehr? Na, naja, vielleicht tun sich ja solche... Busunternehmen irgendwann mal so richtig ausbreiten. Ich würde mich wirklich freuen. Ich würde mich wirklich freuen. Ja. So ist das, ne? So ist das, Freunde. Man muss es einfach manchmal hinnehmen, dass die Bahn das Monopol verloren hat, was ich auch gut finde heutzutage. Kann man wenigstens billiger fahren. Ja. Und ich fand das gar nicht schlecht. Ich fand das so geil in diesem Bus, dass ich euch sagen muss, man sitzt da drin und hat seine Ruhe. Jo. Er war ausgebucht, das muss man auch sagen. Also, das zeigt natürlich, dass die Leute wirklich ernsthaftes Interesse daran haben, mit diesen Fernbussen zu fahren. Er war vollkommen ausgebucht. Bis auf den letzten Platz war alles ausgebucht. Und ich habe sogar eigentlich noch relativ spontan gebucht, muss ich dazu sagen. Ich habe noch relativ spontan gebucht und ich glaube 2 Tage im Voraus oder so und habe auch echt wenig bezahlt. Na, man bezahlt da halt pro Sitzplatz, das muss man auch nochmal dazu sagen. Und wenn die Sitzplätze alle sind, naja, dann hast du Pech gehabt. Ne? Dann hast du Pech gehabt. Dann musst du eben 2 Stunden später fahren. Wie traurig. Na? Wie traurig ist bitte das? Da muss man 2 Stunden später fahren. Na, was ja eigentlich überhaupt nicht schlimm ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken natürlich hier Let's Play Tomb Raider Anniversary Reloaded in Cooperation mit der kleinen Lara. Lal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 ara. Ja? Und da hat sie jetzt diesen Kätzchenraum geöffnet. Da wird sie sich jetzt sicherlich gleich durchcatchen zu. Und da unten ist ein Krokodil. Was ich an Ägypten nicht wirklich mag, das gebe ich jetzt zu, ist folgendes. Dieses ganze Gehänge. Diese ganze Hängelparty. Ich würde ein bisschen höher klettern. Genau. Dieses ganze Gehänge, ich finde es oberschwer.
Aber die kleine Lara, wisst ihr was, die feilt sich ihre Fingernägel und spielt natürlich nebenbei das hier. Ja, unglaublich, Freunde. Schon wieder ist sie irgendwo ohne zu scheitern hochgekommen. Das ist doch... Meine Jüte, ist es unglaublich. So, rein da in den Katzenraum. Ich glaube, das ist tatsächlich auch dieser Raum mit diesen ganzen Katzen. Wenn ich mich daran recht entsinne. Ich versuche mich gerade daran zu entsinnen. Aber wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Daumen hoch für die kleine Lara. Und natürlich auch für Let's Play FK, also Florian Kiel. Und wie gesagt, sagt mir ruhig, wie ihr heißt. Ich würde mich freuen. Danke, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.